Seitdem ich macOS benutze, habe ich mich daran gewöhnt, mir die Funktionalität durch Apps zu erweitern. Dabei gibt es wenig Apps, auf die ich nicht verzichten könnte. Das sind einfach schöne Gimmicks hier und da, ganz toll, aber braucht man nicht unbedingt. Eine einzige App, auf die möchte ich auf keinen Fall mehr verzichten und um die soll es heute gehen. Die Rede ist vom Better Touch Tool und diese App ist für mich somit das Wichtigste, was es überhaupt auf macOS gibt. Weil sie macht mich schneller, sie macht mich produktiver und sie macht mir einfach Freude, weil ich endlich meine angeschlossenen Geräte, sei es Maus, Trackpad, Tastatur, komplett durchkonfigurieren kann, wie ich das brauche, um mein macOS so zu bedienen, dass es für mich einfach funktioniert. Ich möchte hier jetzt kein Lernvideo draus machen, wie man die App bedient. Ich möchte sie einfach nur kurz vorstellen. Und das tun wir auch direkt nach dem Intro. Bis gleich. Um sich das Better Touch Tool zu besorgen, muss man auf die Webseite vom Entwickler gehen. Der Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auf der Webseite seid, könnt ihr euch eine Testversion für 45 Tage runterladen, das Ganze mal durchtesten, wunderbar. Und wenn euch das dann gefällt, könnt ihr das natürlich kaufen oder eine Lizenz kaufen und da gibt es drei Möglichkeiten. Zum einen haben wir die 2-Jahres-Lizenz, bedeutet ihr bekommt 2 Jahre lang Updates, könnt aber das Tool so lange nutzen wie ihr wollt, bekommt halt einfach nach 2 Jahren keine Updates mehr. Zum anderen hat man eine Lifetime-Lizenz, die dann wirklich ein Leben lang gilt. Ihr bekommt also Updates, solange der Entwickler das Tool weiterentwickelt und bekommt zusätzlich mit dieser Lizenz auch Zugriff auf alle anderen Programme, die der Entwickler anbietet. Das heißt, ihr kauft dafür $20.50 ein Komplettpaket mit allem drum und dran. Die dritte Möglichkeit ist dann über die Set-App. Das ist auch so eine Art Abo-Dienst, da zahlt ihr, ich glaube es sind momentan $9.99 oder $9.99 im Monat und habt dann Zugriff auf wirklich viele Apps, die dann für euch nutzbar sind und ihr dann dafür nicht weiter bezahlen müsst. Ja, diese Möglichkeiten hat man und wir schauen uns das Tool jetzt mal an. Ich habe das bei mir schon installiert, ich habe meine ganze Konfiguration bis auf ein paar Kleinigkeiten gelöscht. Nach der Installation und auch nach dem Start findet man hier oben in der Menüleiste dann das Better Touch Tool. Kann hier schon mal ein bisschen was einstellen, aber uns geht jetzt einfach mal nur um die Konfiguration. So, ich möchte euch einfach nur mal 2 Beispiele zeigen, wozu ich das nutze. Da gibt es natürlich noch viele andere Dinge, aber ja, das soll jetzt den Rahmen nicht sprengen. Ihr seid ja da selber kreativ. Machen wir kurz den Browser auf und wenn ich auf der Startseite von YouTube zum Beispiel bin und ich sehe da ein paar Videos, die mich interessieren, dann mache ich meistens Rechtsklick, neuer Tab und dann habe ich die da oben drin und schaue mir die dann nacheinander an. Jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, wenn ich jetzt die Fenster wieder schließen will, ich stoppe das kurz mal. Alles, damit das nicht läuft. Wenn ich die Fenster wieder schließen will, dann kann ich das machen über das Tastenkürzel Command und W. Dann kann ich ein Tab schließen. Aber das mag ich halt einfach nicht so gerne, weil ich bin am Surfen, am Schauen, habe quasi meine Maus in der rechten Hand und das war's. Ja, ich möchte da quasi einfach mit der Maus diesen Tab schließen, habe aber auch keinen Bock, jedes Mal das kleine X hier wieder anzuklicken. Und da zum Beispiel hilft Better Touch Tool. Wir konfigurieren uns das gerade mal und zwar ist das ganz einfach. Man hat hier einen Reiter, der ist immer da, da steht alle Apps und alle Trigger, die ich hier konfiguriere, funktionieren quasi komplett in macOS, egal in welcher App ihr gerade seid. Ich möchte aber jetzt speziell für den Internet Explorer oder für den Edge, Microsoft Edge, was konfigurieren. Und da gehe ich hier auf das kleine Plus da unten, suche mir das Programm aus. Hier hat man dann die Möglichkeit zu sagen, such es mir aus dem Dateisystem, also aus eurem Programmordner. Aber da ich ihn ja schon geöffnet habe, kann ich die 2. Option nehmen. Ich sehe hier, Microsoft Edge ist geöffnet. Dann habe ich den schon da. Dann muss ich natürlich hier oben sagen, für welches Gerät ich das konfiguriere, in dem Fall für die Magic Mouse.
So, und jetzt geht's relativ schnell. Ich sage einfach hier unten über das Plus, ich möchte einen neuen Trigger anlegen. Und da ist dann auch schon mein erster Trigger. Und jetzt habe ich hier rechts die Möglichkeit, unter ganz, ganz, ganz vielen Gesten auszusuchen, wie möchte ich denn diesen Trigger auslösen. Also es gibt Einfingergesten, es gibt Zweifingergesten. Ihr seht es ja hier, das ist abartig viel. So, ich möchte es gerne mit drei Finger machen. Und zwar mit einem Dreifinger-Tab. Dreifinger-Tab bedeutet, ich drücke die Maus nicht durch, bis es klickt, sondern tab nur auf die Oberfläche drauf und dann wird das ausgelöst. Ich wähle mir also Dreifinger-Tab aus. Man sieht schon unter Triggername Dreifinger-Tab. Ich könnte den Namen jetzt auch ändern, aber ich lasse es jetzt einfach mal so, wie es ist. Und jetzt sage ich, was soll denn passieren, wenn ich mit drei Finger auf die Maus tappe? Dazu suche ich mir eine Aktion aus. Und Aktionen gibt es wieder brutal viele. Seht ihr hier, das sind alles Aktionen, die im Betriebssystem ausgeführt werden können. Und in jedem Reiter quasi findet ihr dann zig Möglichkeiten. In dem Fall weiß ich ja, das Tastenkürzel, um einen Tab zu schließen, ist Command und W. Also sage ich ganz einfach, ich möchte einen Tastaturkurzbefehl senden, wenn ich mit drei Finger tappe. Und gebe kurz auf der Tastatur Command und W an. Jetzt hat er das gespeichert und das war es auch schon. Ich kann Better Touch Tool hier einfach wieder schließen. Und jetzt aufgepasst, wenn ich die Maus hier stehen habe, ich möchte den Tab schließen, dann sage ich quasi nur noch drei Finger, ich tappe drauf und weg ist er. Nochmal, weg ist er. Nochmal, weg ist er. Ja, das ist zwar eine Kleinigkeit, aber ich habe das gerne so. Ich mache einen neuen Tab auf, normalerweise auch mit einer Geste. Habe ich halt jetzt nicht drin, weil ich es ja für das Video alles gelöscht habe. Und mache ihn wieder so mit drei Finger-Tab zu. Und das war's, ich muss nicht einmal auf die Tastatur greifen. Wunderbar. Das gleiche funktioniert auch oder nutze ich auch im Finder. Da ist es auch ziemlich cool, und zwar, ich brauche im Finder öfter mal ein neues Fenster, und klar, mit Command und N kann man sich ein neues Fenster öffnen, zum Hin- und Herkopieren zum Beispiel. Ich arbeite aber hier mit der Maus, ne? Ich habe hier irgendein Bild oder sonst irgendeine Datei, möchte die in einen anderen Ordner ziehen, da habe ich halt die linke Hand nicht an der Tastatur liegen, ja, obwohl es eigentlich ein schneller Weg ist, aber ich mache mir das übers Better Touch Tool. Ja, da ist es einfach schneller, weil ich die Maus eh in der Hand habe. Und ja, schauen wir uns das mal an. Ich gehe wieder auf Better Touch Tool, konfigurieren. Und diesmal sage ich, ich möchte eine spezielle Geste für den Finder machen. Drücke hier unten links wieder auf das Plus, gehe auf den Finder. Da haben wir ihn hier schon. Sagt natürlich wieder, für die Magic Maus möchte ich einen Trigger anlegen. Dann hier unten rechts auf das Plus. Und dieses Mal möchte ich es wieder mit drei Fingern machen, aber kein drei Finger Tab, also nicht nur mit drei Fingern hier leicht oben drauf tappen, sondern diesmal möchte ich einen Dreifinger-Klick. Das suche ich mir aus. Ich habe einen Dreifinger-Klick. Jetzt will er eine Aktion. Und die Aktion ist in dem Fall, ich weiß ja wieder den Tastaturkurzbefehl. Ich möchte einen Tastaturkurzbefehl senden. In dem Fall Command und N. So, und das war es auch schon wieder. Das Better Touch Tool können wir im Prinzip schon wieder zumachen. Ich öffne mein Finder. Da ist er. Und klicke einfach mit drei Fingern drauf und zack, da ist das neue Fenster. Nochmal, neues Fenster, neues Fenster, neues Fenster, neues Fenster. Seht ihr, super easy und es funktioniert wirklich bombastisch. Ich schließe mal den Krempel hier wieder. Ja, aber es ist ja nicht nur das. Das Better Touch Tool kann natürlich viel mehr. Ich kann und will jetzt gar nicht auf alles eingehen, da müsst ihr selber kreativ sein. Also man kann zum Beispiel auch mit Bluetooth-Geräten, mit Bluetooth Low Energy-Geräten kann man Trigger auslösen. Zum Beispiel näher ich mich mit meinem iPhone, dann tu dies und das. Entferne ich mich weiter als mit meinem iPhone oder sonst irgendwas, dann tu dies und das. Also wirklich gnadenlos viel. Was auch sehr, sehr interessant ist, dazu öffne ich mal die Systemeinstellungen von macOS und gehe mal zum Beispiel auch wieder in die Maus. Ihr seht ja hier, das sind jetzt die Einstellungen, die man zur Maus hat, die das OS einfach mitbringt, das macOS. Und die sind ziemlich rudimentär, da kann man nicht wirklich viel machen. Es ist in Ordnung, es funktioniert, aber viel geht hier nicht. Wenn man das gleiche jetzt mit dem Better Touch Tool macht, wir wählen uns hier die Magic Maus ein und sagen aus und sagen, zeig mir mal die Einstellungen zur Magic Maus an. Das sieht man dann doch gleich verhältnismäßig mehr. Ne? Ich habe hier zig Reiter, wo ich Einstellungen machen kann für die Maus noch und nöcher.
Ja, die Druckkraft von einem Touch, die Druckkraft von einem Klick. Ich kann sogar die Mitte meiner Maus, das ist hier, also ich habe ja bei der Magic Maus zum Beispiel links hier, rechts dort drüben, und ich kann jetzt hier definieren, wo ist die Mitte. Ja, also ich könnte zum Beispiel die linke Maustaste breiter machen und die rechte dafür schmäler. Ja. Was noch sehr interessant ist in dem Zusammenhang ist, hier bei der Touch Tool kann anzeigen, was die Maus eigentlich kann, was aber macOS in Konfigurationen gar nicht bietet. Ja, und zwar, ich mache das mal wieder zu hier. Und zwar, wenn wir hier auf Live-Ansicht öffnen gehen, da sieht man nämlich jetzt, was die Maus sieht. Ne? Ich bin jetzt hier mit einem Finger drauf, die Maus erkennt es. Ich bin da drüben mit einem Finger drauf, die Maus erkennt es. Ist jetzt erstmal nichts Besonderes, ein Finger, wunderbar, wissen wir, dass die das kann. Ich mache das mit zwei Fingern, funktioniert bestens. Und jetzt kommt das Lustige, ich mache es mit drei Fingern, ich mache es mit vier Fingern. Ich kann es auch mit fünf Fingern machen, das macht halt bei der Maus nicht mehr wirklich, macht bei der Maus nicht mehr wirklich viel Sinn, aber sie erkennen das. Ja. Was ich super interessant fand, war, dass auch Gesten gehen wie Zoomen, seht ihr? Und das gibt es zum Beispiel in macOS nicht. Ich kann nirgendwo sagen, nutzt die Magic Maus zum Zoomen. Hier in Better Touch Tool kann ich es einstellen. Ja, es ist ein bisschen kleiner Unterschied. Das ist nicht der Zoom, wie man es vom Trackpad kennt. Also dieser, ich kann es kurz mal demonstrieren. Was machen wir? Gehen wir mal kurz auf Amazon, was soll's. Es ist nicht dieser Zoom hier, wo ich dann auf der Seite einfach wirklich ranzoomen und dann links und rechts und hoch und runter scrollen kann. Wenn ich die Zoom-Funktion bei der Magic Maus über das Better Touch Tool konfiguriere, dann ist es die Zoom-Funktion vom Browser, die man hier benutzt. Also da tue ich tatsächlich die Seite vergrößern. Und das ist mir ehrlich gesagt auch viel lieber, weil dann entfällt dieses Links- und Rechts-Scrollen. Ne? Da habe ich die Seite groß, die passt sich automatisch an. Bei allen Seiten heutzutage, bei den modernen, ist das so. Und mir ist das auch lieber. Naja, aber grundsätzlich ist es halt wirklich so, macOS bietet das nicht, Better Touch Tool kann das. Wunderbar. Und diese Einstellung, die habt ihr natürlich nicht nur für die Maus. Ihr könnt euer Magic Trackpad komplett durchkonfigurieren, also wirklich bis zum Erbrechen, so dass es exakt so läuft, wie ihr das möchtet. Ihr könnt ja so wahnsinnig viel machen. Das würde Stunden füllen, um das wirklich alles durchzugehen. Und ich bin wirklich auch selber noch nicht ganz durch. Ich habe die grundlegenden Funktionen für mich konfiguriert, damit ich glücklich bin, damit ich wirklich mit einer Hand, egal ob es auf dem Trackpad ist oder auf der Magic Maus ist, mit einer Hand wirklich so gut wie alles bedienen kann. Ich brauche die Tastatur, wenn ich bequem am Surfen bin oder mal was am Arbeiten im Finder, brauche ich so gut wie keine Tastatur mehr. Das läuft alles nur noch schwupp, schwupp, schwupp mit der Hand. Ja, und das soll es eigentlich jetzt auch schon wieder gewesen sein. Wie gesagt, nur mal kurz vorgestellt, was das Teil kann, und glaubt mir, es kann brutal viel, und wer es bis heute noch nicht nutzt und aber gerne Gesten nutzt oder gerne schnell arbeiten will oder sich sein System einfach frei konfigurieren will, der ist bei dem Tool einfach wirklich gut aufgehoben. Ein kleiner Vorteil hat das Ganze noch, ich meine, das Tool ist ja nicht ganz so günstig, obwohl $20 für eine Lifetime-Lizenz ist in Ordnung. Ihr bekommt, egal welche Lizenz ihr benutzt, also auch wenn ihr nur die 2-Jahres-Lizenz für $8 irgendwas kauft, bekommt ihr gleich noch das Better Snap Tool mit dazu. Und das ist einfach die Geschichte, dass man mit den Fenstern, wenn man sich ein Fenster schnappt und zum Beispiel oben an den Rand zieht, dass es da sich im Vollbild öffnet, oder rechts oben in die Ecke, dass es sich auf der rechten Seite oben in der Ecke öffnet. Ihr kennt das sicher. Diese Funktionalität ist im Better Snap Tool auch in der kleinen Lizenz mit enthalten. So viel dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich wahnsinnig wie immer über einen Daumen hoch und über ganz viele Abos. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.